Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist der 21. Part von Far Cry Primal, gespielt auf der PlayStation 4. Und eigentlich müsste das ein Video sein, welches in den frühen Morgenstunden online geht. Ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich weiß nur noch, was passiert ist, dass wir jetzt diese neuen Kollegen hier suchen müssen. So, das ist eine Nebenmission, weiß ich schon mal. Da geht es um Mammuts. Ich gestehe jetzt, ich habe das hier gemacht. Und da spielst du ein Mammut, welches Nashörner wegschubst. Und ich schwöre, ich habe es 10 Minuten gespielt und habe dann auf Mission abbrechen gemacht, weil ich gedacht habe, was soll das? Weil es war so ein bisschen so, das ist halt so eine Bonusmission irgendwie, ich glaube, für Vorbesteller oder für Special Edition Besteller. Und es war wirklich, ich darf das ja gar nicht sagen. Also ich darf schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich fand es echt doof. Und da habe ich so 10 Minuten lang Mammut gespielt und habe gedacht, wer soll sich das in allem Ernste am frühen Morgen anschauen? Und habe gedacht, ey, da mache ich für euch lieber abbrechen, neue Folge. Denn es geht ja darum, dass wir diese Leute ausfindig machen. Das wisst ihr hoffentlich aus dem letzten Video. Und zwar will ich hier zu Chaima, die Jägerin. Also es gibt, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, es gibt 4 Charaktere noch auf der Map verteilt, die für uns von Bedeutung sind. Und ich habe jetzt gemerkt, ich habe das im Livestream halt gespielt, spiele ich mit einem anderen Spielstand, wo ich wirklich nur die Hauptmission entlang renne. Und da bist du furchtbar schwach. Ich bin ja hier mit den Fähigkeiten, habe ich ja schon einiges aufgelevelt, habe jetzt schon wieder 2 Punkte und so. Und das ist wesentlich besser, kann ich euch sagen. Hocke-Sprinter wollten viele von euch haben, mache ich jetzt einfach mal. Takarasam. So, und also es bringt schon wirklich extrem viel, wenn du dich mit der Open World auch ein bisschen beschäftigst. Es ist dann sehr schwierig, wenn ein Teil der Zuschauer sagt, ey, du musst viel mehr looten, viel mehr farmen. Und der nächste Teil sagt, ey, du musst viel mehr mit der Story verbringen. Also ich werde das halt einfach so einstreuen, wie sich das gerade für mich generell anbietet, sage ich jetzt mal. Oder wo ich gerade zu Lust habe. Also jetzt habe ich gerade halt Lust, ein bisschen storytechnisch unterwegs zu sein. Werde aber dabei möglichst wenig, kann ich hier durch die Höhle gehen? Ja. Werde aber möglichst wenig Schnellreise machen, also quasi genau im Gegensatz, was ich jetzt gerade eigentlich vollzogen habe, die Schnellreise genutzt. Ich würde empfehlen, die Schnellreise möglichst wenig. Wo ist mein Wolf im Übrigen? Da komme ich nicht durch. Mal gucken, wir müssen ja jetzt schneller. Ich sehe wieder nichts, ey. Ja, irgendwo hinter diesem Blatt ist ein Tiger. Eine böse Miezekatze. Ich glaube, die brauchen wir für irgendwas im... Boah, jetzt ist sie weg. Wieder ist sie. Boah, das ist ganz schön schwer, so ein Jäger zu sein. Die humpelt schon. Die humpelt schon, die haben wir gleich. Ich laufe schon langsamer, glaube ich. Humpel ich eventuell auch. Wo ist sie hin? Da ist sie. Wir verfolgen sie. Aua! Ey, du bist mein Tier. Ey! Das... Ey, jetzt verpisst euch bloß. Ich jag hier das Vieh die ganze Zeit und ihr wollt mir die Höhlenlöwen klauen. Ihr habt ja wohl echt mal... Da fällt mir gerade ein, hätte ich die nicht auch schon zähmen können? Schwanika! Ist mein Wolf gestorben? Frage ich mich gerade schon wieder. Habe ich nicht mitbekommen. Nein, der Wolf ist wirklich gestorben. Müssen wir wiederbeleben. Geht ganz schnell bei mir. Da ist er schon wieder. So, feiner Junge. Was ist los? Sind wir auf der Jagd oder was? Wo ist überhaupt mein Ziel, wo ich hin wollte? Schon wieder total verirrt. Da in diese Richtung. Und so geht es einem in dem Spiel immer ständig, aber ich finde, das macht das Spiel auch einfach aus, dass du dir was vornimmst und du dann jedes Mal woanders landest, weil du einfach einen Löwen jagst. Oder eine Ziege tötest. Nein, okay, machen wir nicht. Zu viel Gewalt in diesem Let's Play. Ständig nur Killerspiel. Ist der Wolf bei mir? Ja, da kommt er. Feiner Junge! Was... warte mal, wo konnte ich denn nochmal sehen? Hat er jetzt wirklich gerade Pipi gemacht? Alter!
Wie kann man sich mal ein Bäumchen ein bisschen abseits stellen und nicht mir fast auf die Füße pinkeln? Bedenke mal, ich bin Neandertal, ich habe keine Füße, auch wenn man die nicht sehen kann. Ich habe keine Füße, ich habe keine Schuhe, meine ich. Füße habe ich hoffentlich, obwohl ich habe auch keine Füße. Ich habe keine Füße. Ich bin der fußlose Mensch. So, aber was wollte ich überhaupt machen? Ich wollte gucken, Karte. Sind wir... Boah, ich verirre mich total. Fähigkeiten. Wo konnte man denn? Ich bin heute verwirrt. Na, egal. Ich muss jetzt erstmal ein paar zu Ende spielen. Es ist schon spät abends, muss ich gestehen. Ich spiele noch, damit ihr was zu gucken habt. Ich hoffe, es wird trotzdem irgendwie halbwegs gut. Alle sehr hektisch unterwegs heute, die Tiere. Wildschweinsau! Oh, entschuldige, Wolf! Wir haben nur mit Tieren zu tun, ne, die uns nerven. Oh, vorbei. Hast du davon gegessen? Uhara. Uhara, komm her. Da, ham, ham. Mache ham, ham, Fleisch, Fleisch. So. Noch mehr Fleisch. So, jetzt wollen wir zunächst mal gucken. Da sind böse. Eigentlich müssten wir ja irgendwie die Venya retten. Oh Gott. Oh, guck mal, die haben mich voll gekillt. Unglaublich, wie ich den gekillt habe, ohne. Wow, alter Schwede! Brenn mal, ey! So, wenigstens können wir die brennende Katze gut verfolgen. Ey, jetzt, ich habe da keine Zeit für. Ich verfolge eine brennende Katze. Mann, 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 immer diese blöden. Ah, da haben wir sie getötet. Schnell häuten, bevor die wieder verschwindet. Beim letzten Mal der Elch. Ah, nee, der Elch ist im Livestream verschwunden. Habe ich voll mit dem Elch gekämpft und dann war der Elch einfach weg. Für mehr Romantik die Rotblattblume aufnehmen. Warum brennt mein Wolf bitte? Alter! Was ist denn mit dir los? Du bist der flammende Wolf, Alter. Ich habe die ganze Folge nichts anderes zu tun, als den Wolf zu heilen. Jetzt komm, lass uns mal hier abhauen, ey. Du brennst mir noch weg, Junge. Wo wollten wir überhaupt hin? Da, zum Fragezeichen. Eigentlich wollten wir... Wir haben gefunden, Daiwa, den Schlangenpfad. Na, wenn sich das nicht mal gelohnt hat. Ist das hier der Schlangenpfad? Ich höre schon wieder irgendwelche bösen Tiere. Mal besser noch einen Speer anfertigen. Oh, da unten. Könnte ich eigentlich zähmen, oder? Kann ich den schon zähmen? Wie habe ich den jetzt nochmal? Ah, da, guck mal da. Kann ich jetzt heben? Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Wo, konnte man den nochmal im Menü sehen, dass man den... Haben wir gut gemacht, oder? Hier. Zack, zack, in your ass. Willst du ein Stück Löwe essen, Alter? Ja, ess du, komm. Komm, ist okay. Hauen dir rein. Ja, komm, hauen dir rein. Was ist denn das überhaupt hier für ein heller Back? Ach, das ist das Stück Fleisch, was ich hingeworfen habe. Ich überlege gerade. Wo konnte man das denn nochmal sehen? Einfache Heilung verfügbar. Was? Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wo konnte nochmal mal sehen? Werfen, abbrechen. Man konnte doch, hatte noch irgendwo. Vorhin hatte ich ja auch das Menü, wo der Wolf. Vielleicht ist es auch, weil der Wolf jetzt bei mir ist.
dass ich deshalb jetzt die Tiere nicht aussuchen kann. Kann das sein? Bin gerade verwirrt, aber ich gestehe, es ist irgendwie 12:30 nach. Ich habe Daily Vlog aufgenommen, ich habe gelivestreamt, ich habe gedingensdangens und so. Ich habe heute echt schon alles erledigt und da müsst ihr jetzt nachsichtig mit mir sein. Ich weiß, da seid ihr mal alle nicht, aber seid doch mal nachsichtig mit mir. Was ist das da? Dicke Schwein oder so? Wir sind auf jeden Fall auf dem Schlangenpfad angekommen, glaube ich. Das sieht so ein bisschen, wenn man auf die Minimap guckt, so ein bisschen aus wie so ein Labyrinth, oder? Ein Lager. Ich weiß nicht, diese ganzen Pflanzen, die man immer aufheben kann, bringt das eigentlich überhaupt was? Wie ich gerade beide Speere total verplempert habe. Ich wollte die gar nicht werfen. Komm, weißt du was, Alter? Frisst du einfach den da, der da wegrutscht. Und ich guck mal hier irgendwo. Ups, die Leichen rutschen weg. Voll geschickt getarnt hier. Na komm, dann nehme ich den doch. Ist denn da unten wieder los? Wieder so eine Venya-Aktion oder sowas, ne? Sollte sich eigentlich der Wolf drum kümmern, da mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Ach, das ist einer von uns. Okay, wir haben einen Venya befreit. Oh mein Gott, ist das nur erlebender. Wir müssen nämlich unbedingt unser Dorf stärken. Venya-Ereignis abgeschlossen. Hervorragend. So, jetzt geht zurück zu dem Busch, wo der kommt. Guck mal, der Wolf frisst schon, das finde ich so gut. Feiner Junge, bist ein guter Junge. Fein gemacht. Mach du schön weiter. Frisch den bösen Mann auf. So. Hier mal. Wie hießen die nochmal? Waren das so Sonnenkrieger oder wie hießen die nochmal? Hier die blau angemalten Avatar-Schlümpfe. Tasche für Hartholz ist fast voll. Alter, was machst du da? Warum schreist du so rum? Okay. So, ich würde sagen, lassen wir uns mal nicht zu sehr von denen ablenken, sonst haben wir ein ganzes Gameplay nur, wo ich irgendwie... Hey, geh weg, Scheißvogel. Meins. Hab ich gekillt, glaube ich. Man weiß es nicht so genau. Wir entdecken jetzt als nächstes mal noch den nächsten geheimen Superort. Wieder. Ah ne, da ist die Jägerin. Ich wollte sagen, ist da noch ein Venya-Ereignis. Schiefer! Sirius hat Schiefer abgebaut. Also. Du gehörst ja zu mir. Das ist hier auch meine Area, oder? Einsamer Speer. Ein neues Lager entdeckt. Ja und? In your ass. Oh, vermutlich. Der brennende Wolf ist echt so ein Hit, ne? Junge, Alter, komm her, bevor du noch kapierst. Nee. Das passiert mir irgendwie immer, dass ich ständig alles in Schutt und Asche lege.
Und jetzt sagt bitte nicht, ich soll nicht immer ständig meine Sachen anzünden. Ich will meine Sachen anzünden. Ich mag's, wenn meine Sachen brennen. Ich finde das wesentlich spektakulärer. Aber was wollten wir jetzt wirklich in Wirklichkeit hier? Hier ist ja irgendwie nichts. Total der öde Ort. Na, ist egal. Das war so öde, dass wir den ruhig abflammen konnten. Um effektiv... Guck mal, das Spiel gibt mir von alleine erstmal wieder ein paar effektive Tipps, weil das Spiel denkt, ich wäre... Naja, lassen wir das. So, meine Freunde, da oben ist das nächste Ziel. Da wollen wir hin. Und da werden wir auch hinkommen. Und... Wildschweinis. Oh nein! Ey, das hasse ich. Die haben meinen Wolf getötet. Andi, das war gar nicht mein Wolf. War ein blöder Wolf. Aber dann ist alles gut. Ein Bestienkill. Los mit dir, Alter! Bleib doch mal stehen! Wir essen hier schon eine Kumpel auf hier. Her damit, alles was du hast. Guck mal, ein Honigdachs! Ey! Das blöde kleine Mistvieh, ne? Ist der auch so unsterblich wie in Far Cry? Also wie im anderen Far Cry? Nö, diesmal nicht. Da rutscht er. So, und was bedeutet das hier eigentlich? Das habe ich noch nie benutzt. Als schnelles Heilen festlegen? Als schnelles Heilen festlegen? Als schnelles Heilen festlegen? Das ist eine notdürftige Heilung. 3 Gesundheitsbalken, 2. Das, oder? Feuerfest, okay. Geschwindigkeitsbooster. Ich wusste gar nicht. Ich meine, ich kannte das schon und ich... Da sind wir mal ehrlich, bis Minute 17 hat das jetzt eh keiner gesehen und gemerkt, dass ich das nicht wusste. So, bis zum nächsten Mal und haut rein.